Dudes and Duduinas, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir spielen mal wieder Battlefield 4 Waffenmeister-Modus. Ich hab's in Battlefield 3 gesuchtet. Das war der geilste Mode ever. Jetzt gucken wir mal, wie sie es in Battlefield 4 umgesetzt haben. Erstes Mal ist es irgendwie total an mir vorbeigegangen, dass das Ding jetzt hier implementiert wurde. Lass uns überraschen. Map ist morgen immer. Leider nur Pistolen, sehe ich gerade. Mal gucken. Muss irgendwie klappen. So, jetzt sind wir hier schon mal. Die meisten von den Dudes haben keine SSD-Festplatten. Der Countdown beginnt. Ja, mal gucken jetzt hier. Wie gesagt, erstes Mal Waffenmeister in Battlefield 4. Ewigkeiten kein Battlefield 4 mehr gespielt, weil die ganze Zeit nur Hardline gesuchtet wird. Einfach mal gucken, wie es läuft. Ich befürchte zwar, obwohl es Battlefield ist, wird es ein komplett anderes Ding sein von der Steuerung her und allem. Das ist der erste Kill. Und der zweite, nächste Waffe. Auf geht's, ab geht's. Ich will keine Killhilfe. Ich will selbst töten. Oh Mann. Was ist denn hier noch los? Komm her, Kevin, auf. Hier muss ja jetzt noch irgendwo einer rumlungern. Gibt es doch nicht. Jawohl, da haben sie mich. Aber wir führen noch. Da oben hat er sich verkämmt. Verdammt. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, dass da oben die Promenade auch im Spielbereich liegt. Falls nochmal von irgendwo ungeklärte Schüsse fallen, gilt es dort zu gucken. Eine Kollege ist uns hier schwer auf den Fersen. Da stand er immer noch da. Nein! Aber das waren doch jetzt 3-4 Hitmarker, Kill Level 56. Auch ein bisschen erbärmlich. Aber wir sind noch gut dabei. Was unheimlich nervig ist, sind die Spawnpoints hier irgendwie gerade. So auf der Map ist mir das nie so aufgefallen. TDM oder so. Aber hier, die Spawns jetzt auf der einen Seite der Map. Die Gegner auf der anderen. So, und wenn wir auf der anderen Seite sind, dann haben die Spawns wieder gewechselt und wenn man Pech hat, verrichtet man dann überhaupt nichts. Läuft unverrichtete Dinge gerade auf die andere Seite der Map. Und das ist der nächste. Der hat sich das auch anders vorgestellt. Ich mir aber leider auch. Verdammt. Aber immer noch hier. Wir liegen noch vorne. Unglaublich, aber wahr. Das ist jetzt gerade, glaube ich, brachiales Anfängerglück. Ah, shit, ohne Nades können wir natürlich hier jetzt auch nicht erwarten, dass die Zugbrücke darunter kommt. Zugbrücke, also dass es die Dinger einspielt. 74-0 ist doch auch kacke. Ich glaube, du musst einfach nur abwarten, bis oft genug auf das Kerlchen geschossen worden ist und dann versuchen, den Last zu machen. Da haben wir den nächsten und Shorty. Ah! Kleines Polzerchen haben wir schon. Im gegnerischen Team sieht es auch ziemlich bescheiden aus. Wobei der eine kommt jetzt langsam hinterhergezogen. Die Spannung steigt. Satz herab. Ja, jetzt haben wir natürlich hier super die A-Karte gezogen, auf Deutsch gesagt. Weil jetzt hier mit der kurzen Schrotze müssen wir halt echt nah dran. Und die anderen Kollegen haben jetzt halt den Vorteil mit ihren Semi-Auto-Pistolen. Das Ding leer! Der Aladdin, der Bad Joe! Der Bad Joe ist ein böser Boob. Verdammt. Gut, gerade noch drüber geredet, dass wir jetzt total benachteiligt sind hier auf der Situation. Hätte ich den ersten Schuss getroffen, beziehungsweise den zweiten, wäre mal das Kackding jetzt los, aber was soll's. Ich bin hier unter Kack-Platoon-Flagge. Kann ab und zu auch mal hier die Situation ein bisschen kacke sein. Okay, der war ganz flach. So, schauen wir mal, was hier abgeht.
Auch nur noch einen. Da haben wir. Das ist der nächste. Nein! Und da kommt er mit der Shorty. Ja, so hätte es eben bei uns aussehen müssen. Ah, da war wieder der Bitch-O. Oh, wei! Das gibt's auch nicht. Oh, dann dieses Spawn-Time, dieses Spawn-Time. Weil am Ende kommt ja bekanntlicherweise, also ich hoffe, dass es hier so auch ist, weil der Battlefield 3 war so, am Ende kommt dann immer so die letzte Schrottwaffe. Oder Granatwerfer oder so ein Kack. Und da muss man sich halt schon mal ein kleines Polsterchen aufbauen, weil das ist dann halt wirklich immer nur Luck. Wie das jetzt hier. Ach, da oben, der, okay. Ich wollte gerade losschreien, wie der da nach zwei Headern volle Gesundheit haben kann. Ah, Map ist ein bisschen klein. 32er Server, glaube ich. Also der Server ist noch nicht voll. Aber es ist so stellenweise schon brachiales Gemetzel. So, gegnerisches Team ist einer gleichgezogen. Habe ich gar nicht gesehen, den Typen dort. Wo sind sie denn? Wo spawnen sie denn? Kann doch nicht dein Ernst sein. Jawohl, da haben sie mich. 13-13 hier, Kopf an Kopf rennen. Einer zieht bei uns nach, einer ist im gegnerischen Team nachgezogen. Ich will das Ding eigentlich gewinnen. Oh, und jetzt wieder hier. Das war, was ich eben sagte. Diese Laufwege immer. Wenn die nicht wären, wäre das Ganze hier wesentlich chillaxter. Oh, gegnerisches Team ist einer vorangezogen. Zwei Hammer und da kommt noch einer von der Seite. Verdammt. 15, 16, 15, 17. Oh, der Bad Joe hier, der geht ab. Und schon wieder der Bad Joe. 1-3. Kann ich eigentlich auf ihn sitzen lassen. Wir müssen da jetzt noch was tun. Er kriegt jetzt ins Gesicht. Jetzt müssen wir ihn irgendwie marken können. So. Straight ahead, Bad Joe. Da oben machen wir gar nichts. Da kommen wir nämlich dran. Ja, das ist auch Käse. Ja. Von allen Seiten. Von allen Seiten. Not so nice. Sonst haben sie anderes weggezogen. 20, Bad Joe. Der macht wahrscheinlich die ganze Woche nichts anderes, als hier Gunmaster zu spielen. Das war einer von unseren. Gott sei Dank ist es kein Hardcore-Server. Wo ist er denn? Da oben kommt der nächste. Keine Killhilfe. Ich will keine Killhilfen. Ich will klare, saubere Abschüsse sehen. Da ist noch einer. Ah nein! 16, aber wir sind immer noch bei uns im Team vorne. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Die Battlefield 4 Skills sind nicht ganz durch Hardline verseucht worden. Oh Mann, auf geht's jetzt. Komm. Das hätte jetzt unser Luckshot hier sein können. So nach dem Motto, wir warten, bis oft genug draufgeschossen worden ist und landen dann den Lucky Hit. Ja, Toasty. Das ist Toli, du Idiot. Das kiffende Badetuch ist Toli und nicht Toast. So. Ein Kill noch. Ich hasse Automatikpistolen. Kann man hier auch? Kann man auch auf einzelnen stellen. Sehr geil. Weil Automatikpistolen haben grundsätzlich immer den Streukreis von hier bis nach Pakistan.
Gebiet. Ich wollte gerade sagen, willst du nicht auch mal tot gehen jetzt? Jawohl, aber hier zählt das Kill. Der nächste Kill für die Pistole. 19, 28 hat der Ben Joe schon. Keine Chance. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwo rankommen können. Vollgas geben, probieren. Und schon wieder hier hinten. Ja, der hat gedacht, bei dem Kugelhagel biegen wir mal lieber hier zur Seite ab. Jawohl. Ach, was ist das denn? Das ist auch die dümmste Combo in ganz Battlefield. Ohne Spaß. Jawohl. Ein Aiming von einem Amboss. Der war schon tot, aber der noch nicht. Hin in der Ecke sind noch welche. Da kommen wir. Wie blind sie sind. Nein! 25, 30. Er hat nur noch 5 Punkte Vorsprung, der gute Joe. Wahrscheinlich ist er jetzt hier schon am Ende angelangt mit der absoluten Kackwaffe des Todes. Oh Gott, das ist so aufregend. Komm schon. 30. Joe ist immer noch auf 30. Joe ist still on 30. Ich hoffe, 30, nicht 30. Oh Gott, mein Englisch. Natürlich. Natürlich. Ich hoffe jetzt nur, dass es hier der Gunmaster Server, auf dem ich gerade spiele, dass der wirklich durchmischt. Also auf jetzt den ganzen Abend Pistolenrunden habe ich eigentlich nicht so den Turn. Zur Not gibt es ja noch genug andere Server hier im Battlefield-Universum. Müssen wir mal gucken. Oh ja, Pistolen schön und gut, aber ich mag sie einfach nicht. Pistole ist und bleibt ein Notbehelf. Da haben wir noch. Und noch ein Revolver. Ich fasse es nicht. Und da haben wir noch einen. Jetzt haben wir 28, 32. 4 liegt da noch vorne. Der Badjo liegt noch 4 vorne. Jetzt bräuchten wir irgendwie so einen Firmenradiomoderator. 33. Ich habe auch gerade keine Ahnung mehr, wie weit das Ganze hier jetzt geht. Killhilfe. Gott, zu meinem echten Leben. Eine mit einer 44 Magnum in die Brust. Der macht danach überhaupt gar nicht mehr. So wie der hier zum Beispiel. Der hat dann auch keinen Bock mehr auf irgendwas. Der macht direkt Männchen und down. Wo sind sie denn? Hier waren noch gerade noch welche. Ah, die sind schon getötet. Oh, verdammt. Selbes Spiel. Nein, da kommt er von den 32, 34. Bad Joe liegt immer vorne. Ist aber gerade auch tot. Er lebt wieder. Oh Gott. Er hat jetzt halt auch das Schrotzenproblem. Was ist das hier eigentlich für ein Prügel? Ich glaube, den habe ich in Battlefield 4 noch nie irgendwie in der Hand gehabt, hier das Ding. Oh Gott, was ist das?
So eine Winchester-Unterhebe-Repetier-Kacke. Da haben wir schon mal einen. 33, 35, Badger, wie viel müssen wir denn, wie viel kommt denn noch? Es kann doch eigentlich gar nichts mehr kommen. Oder doch noch eine Stufe? Ja, muss ja eine Stufe. Und da ist es leider vorbei. Wir sind auf dem zweiten Platz gelandet. Der Badger, der alte schwere Nöder. Level 19. Okay, ist halt so. Kann man nichts machen. Wir bleiben dran und sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.